Gut, alle da, starten wir. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz vor dem Pokalspiel morgen um 18.30 Uhr beim VfL Wolfsburg. Ich begrüße recht herzlich unseren Manager Horst Held und unseren Cheftrainer André Breitenreiter und selbstverständlich euch alle. 2500 Zuschauer werden uns nach Wolfsburg begleiten, mit Bus, Bahn und natürlich mit dem Auto. Weitere Informationen vor dem Pokalspiel von meiner Seite aus nicht. Deswegen könnt ihr mit euren Fragen starten. Und würde dann bei Andreas Willicke von der Neuen Presse beginnen. Nein, selbstverständlich immer mit Mikrofon. Ja, André, du warst vor 25 Jahren selbst beim Pokalsieg dabei in Berlin. Welche Bedeutung hat für dich der Pokal im Vergleich zur Liga? Und lässt sich das vielleicht an der Anzahl der Rotationen festmachen, die du vielleicht vornimmst? Also der Pokal hat für mich eine hohe Bedeutung, denn wer mal in Berlin gewesen ist und dann auch den Pokal hochgehalten hat, der weiß, dass das unvergessliche Momente sind, die man am liebsten wiedererleben möchte. Alle Mannschaften versuchen es Jahr für Jahr. In Berlin herrscht eine besondere Atmosphäre. Aber es ist natürlich noch ein weiter Weg bis dahin. Und da gilt es im ersten Schritt, ja, erstmal in Wolfsburg eine Runde weiterzukommen. Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen. Das ist ein K.O.-Spiel. Natürlich sind wir dort der Außenseiter. Wolfsburg hat eine individuell qualitativ hochwertige Mannschaft. Und auch sie werden sich vornehmen, dieses Spiel zu gewinnen, zu Hause im eigenen Stadion. Und für mich spiegelt sich das dann nicht in Eventualitäten der Rotationsmöglichkeiten wider, ob ich das Spiel gewinnen will oder nicht. Unser Kader ist so eng beisammen, das habe ich ja oft genug betont. Auf vielen Positionen ist der Konkurrenzkampf auf Augenhöhe und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der ein oder andere eine Pause bekommt, beziehungsweise der ein oder andere auch eine Chance, ohne das jetzt hier schon festzurren zu wollen. Der oder die nächste bitte. Florian Krebs von der Bild. André, schließe ich da mal an. Bei vielen Vereinen ist es im Laufe der Jahre Usus geworden, im Tor der vermeintlichen Nummer 2 oder 1b die Chance im Pokal zu geben. Du hattest das für die erste Runde deutlich ausgeschlossen gehabt. Wie ist das jetzt in der zweiten Runde? Ja, Bruno Esser wird im Tor stehen. Hat sich das durch tadellose Trainingsleistungen in den ganz letzten Monaten verdient. Das war vor dem ersten Pokalspiel eine besondere Konstellation, wie du es gerade schon gesagt hast. Da ging es um die Nummer 1, aber er bekommt jetzt die Möglichkeit, im Pokal zu spielen und wir sind davon überzeugt, dass er auch eine Top-Leistung abliefern wird. Silke Tobias, NDR Hörfunk. Der VfL Wolfsburg hat ja jetzt 5-mal in Folge unentschieden gespielt mit Martin Schmidt. Das Bundesligaspiel in Wolfsburg ist auch unentschieden ausgegangen. Rechnen Sie eigentlich auch mit Verlängerung und Elfmeterschießen? Stellen Sie sich da schon drauf ein? Also ich habe mir keine Wahrscheinlichkeitsquoten angeschaut, aber die sehen ja nach den Ergebnissen der Wolfsburger ziemlich danach aus, als wenn es auf ein Unentschieden hinauslaufen könnte. Von daher müssen wir uns auf alles vorbereiten, haben bis jetzt noch kein Elfmeterschießen geübt, sondern wollen natürlich, wenn es geht, auch das Spiel schon vorher entscheiden. Das gilt für die Wolfsburger genauso wie für uns. Aber im Pokal besteht in jeder Runde die Möglichkeit, dass es in die Verlängerung geht und auch ins Elfmeterschießen. Und dafür sollte man vorbereitet sein. Und ich lasse es nochmal offen und weiß es wirklich in der Tat noch nicht, ob wir heute Nachmittag nochmal ein paar Elfmeter üben. Aber ich denke, wir haben den einen oder anderen sicheren Schützen für den Fall der Fälle, dass wir dort auch gut aussehen können. Aber wir wissen alle, Elfmeterschießen zu konstruieren im Training, ohne Drucksituation, in K.O.-Spielen ist nicht möglich, sondern brauchen wir natürlich nervenstarke Spieler und auch das nötige Glück, dass wir, wenn es denn so weit kommt, uns das Elfmeterschießen auf unsere Seite bringen. Michael Richter vom Kicker. Du hast zwar gerade sehr bescheiden von eurer Außenseiterrolle gesprochen, aber ihr habt sicherlich auch die ganz frischen Entwicklungen in Wolfsburg inklusive Spiel am Sonntag intensiv beobachtet, aber auch die Turbulenzen, die es dort in dieser Saison schon gegeben hat, auch eingeschlossen die Position auf dem Trainerstuhl. Inwiefern spielt das eine Rolle, eine Möglichkeit zu haben, dort vielleicht doch eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Instabilität zu nutzen am morgigen Abend? Ja, so wie ich es aus Wolfsburg vernehme, zeigen sie sich eigentlich sehr stabil. Das äußern sie ja auch selbst, weil sie auch jetzt seit mehreren Spielen nicht verloren haben. Gewonnen haben sie jetzt allerdings auch noch nicht. Ich denke auch nach 5 Wochen und 5 Spielen
haben sich schon gewisse Automatismen dort eingestellt. Die Zeit reicht aus, um auch eine neue Spielidee auf eine Mannschaft zu übertragen. Dass sie eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität ist und dass sie ja finanziell auch ganz andere Möglichkeiten hat als Hannover 96, ist uns allen bekannt. Da spielen Top-Einzelspieler. So, und da müssen wir als dieser Mannschaft müssen wir als ja, starke Einheit, als Mannschaft entgegentreten und unsere Qualitäten ausspielen, die wir haben, die dann eben nicht nur auch Teamgeist und Mentalität und Leidenschaft sind. Und das wiederhole ich nochmal. Wir müssen in jedem Spiel am Limit spielen und auch in Wolfsburg, um eine Chance zu haben, überhaupt in die nächste Runde einzuziehen. Und darüber hinaus müssen wir auch guten Fußball spielen und wollen das auch so, wie wir es dann auch in der zweiten Halbzeit in Augsburg wiederholt gezeigt haben. Stefan Hocks von Radio 21. Daran knüpfe ich mal an. Neuer Trainer, unabhängig davon, auch von der Favoritenrolle der Wolfsburger. Was ist so hängen geblieben aus dem Ligaspiel? Ich erinnere mich, dieses verrückte Tor von Martin Hanik, positiv, aber auch negativ, dass rein theoretisch die Davi nach einer Stunde das 2-0 hätte machen können. Also eine gewisse Brisanz steckt schon drin, oder? Gefährlich können sie schon sein. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Sehr klar, wenn ich eine Mannschaft habe mit hoher individueller Qualität, auch gerade im vorderen Bereich, Gomez kommt zurück, Origi, die Davi, Mali, das sind alles Nationalspieler, dann ist das ja schon eine Wucht, die sie auch gerade im vorderen Bereich haben. Ich möchte aber keinen Vergleich ziehen zum Ligaspiel, denn dort war auch noch ein anderer Cheftrainer im Amt und der VfL hat einen anderen Fußball gespielt. So, und jetzt ist dort ein neuer Trainer mit einer neuen Idee, der jetzt auch in den letzten 5 Spielen mit seiner Mannschaft nicht verloren hat. So, und sie werden sich vornehmen, dieses Spiel endlich mal oder ein Spiel endlich mal zu gewinnen und versuchen, das im Pokal natürlich umzusetzen. Vergleiche hinken und deswegen bereiten wir uns neu auf diesen Gegner vor. Andreas Willicke. Jonathas war lange Zeit verletzt, Niklas Füllkrug war Stürmer, hat nicht getroffen, jetzt hat Jonathas gespielt und dann gab es die Diskussion um Egotas und Füllkrug hat getroffen. Um wen? Jonathas Egotas hat der Sky-Reporter ihn genannt. Ah, okay. Wie wird jetzt die Sturmaufstellung von dir sein? Bekommt Jonathas wieder eine Chance? Wird er wieder von Anfang an spielen oder wirst du beide zusammen aufstellen? Vielleicht auch beide nicht. Alles ist möglich. Nichts muss, alles kann. Das lasse ich mir noch total offen und wird uns keiner in die Karten schauen, mit welcher Ausrichtung wir nach Wolfsburg fahren. Wir wollen dort sicherlich unser Spiel durchdrücken, so wie wir den Gegner analysiert haben, genauso wie wir jeden Gegner analysieren. Und wer das nachher sein wird, entscheiden wir heute nach dem Abschlusstraining, wie die letzten Eindrücke auch sind. Stefan Hocks, nochmal von Radio 21. Stichwort Vergleiche. Ein Vergleich muss, glaube ich, sein, wenn man die letzten Wochen sich so angeguckt hat. Kein Videoassistent morgen Abend. Erst ab dem Viertelfinale ist, glaube ich, der letzte Stand. Möglicherweise schon ab dem Achtelfinale mit mobilen Einsatzkommandos, die dann vor Ort sind. Was macht das anders? Weil wir haben ja auch gerade bei Elfmetersituationen gesehen, dass da mitunter eine ganz schöne Hängepartie ist. Jüngstes Beispiel Sonntagabend, Maxi Arnold, der 2 oder 3 Minuten darauf warten muss, dass sich Zweier da die Bilder nochmal anguckt. Verändert das irgendwas? Sprecht ihr das mal an im Vorfeld? Nein, das verändert nichts, denn ich glaube, das war auch die einzige Situation an diesem Spieltag, ohne es genau zu wissen. Also zumindest bis zum Sonntag gab es nicht einmal einen Eingriff eines Videoschiedsrichters an diesem Spieltag. Das hat ja auch für uns für das Spiel an sich keine Bedeutung. Also wenn es strittige Situationen gibt, dann ist es ab dieser Saison so in der Bundesliga, dass der Videoassistent hinzugezogen werden kann oder er eingreift bei entscheidenden, klaren Situationen und soll für Gerechtigkeit sorgen. Das tut es in vielen Fällen ja auch, auch wenn noch nicht alles 100% reibungslos läuft. Das ist immer so bei neuen Dingen, die man ausprobiert. Dafür habe ich Verständnis. Für mich ist das okay. Wir akzeptieren das genauso wie auch in Gladbach, wo wir uns auch nicht beklagt haben, dass wir selbst in der Nachspielzeit den Elfmeter noch bekommen haben, den man nicht unbedingt geben muss, aber es so entschieden wurde. Von daher macht das jetzt für das Pokalspiel uns nichts aus. Ich denke, der Schiedsrichter und das Gespann werden eine Top-Leistung abliefern und werden hoffentlich in ihren Entscheidungen richtig liegen, sodass wir auch einen eventuellen Videoassistenten gar nicht gebraucht hätten. Bitte schön, einmal mit Name und Redaktion. Charlotte Gavlik von RTL Nord.
Ja, die Polizei ermittelt ja jetzt nach einem Vorfall am vergangenen Samstag, der sich auch um Sané dreht. Wie geht der Verein damit um? Das ist schön, dass Sie heute da sind. Zum ersten Mal, oder? Waren schon mal da? Okay, gut. Wir werden mit Salif über die Situation sprechen und werden das dann auch dementsprechend dann hausintern behandeln. Und mehr gibt es von uns dazu erstmal nichts zu sagen. Lars Beike von der Bild. Da will ich nochmal nachfragen, hat denn Salif im Vorfeld der Veröffentlichung mit euch gesprochen? Hat er den Verein informiert von dem Vorfall, den Trainer, den Manager, Kind, wen auch immer? Wir werden mit Salif reden und werden das dann alles gemeinsam hausintern behandeln. Ich weiß, aber die Antwort ist dieselbe. Okay, Sie wollen also nicht sagen, ob er im Vorfeld mit Ihnen gesprochen hat? Nein, wir werden das hausintern behandeln. Wir haben darüber gesprochen, André und ich. Wir werden im nächsten Schritt, das kann ich Ihnen sagen, mit Salif reden. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen, wie wir damit umgehen. Und mehr gibt es von unserer Seite auch dazu nicht zu sagen. Und wir werden das mit Sicherheit nicht in der Öffentlichkeit austragen. Es bleibt hausintern unsere Entscheidung. Florian Krebs von der Bild. Jetzt ist heute euer Abschlusstraining fürs Pokalspiel morgen. Dann fahrt ihr meines Wissens zur Vorbereitung auch los. Wird Salif Sané denn dabei sein? Ja, wir werden das jetzt erstmal gleich mit Salif dann auch besprechen und alles Weitere zunächst erst einmal hausintern behandeln. So, Fragen zum Pokalspiel morgen noch weitere? Andreas Willicke. André, du hast selbst in Wolfsburg gespielt. Wie sind denn deine Beziehungen noch in die Stadt? Es ist normaler Natur. Also ich habe sicherlich noch den einen oder anderen Bekannten, auch in Wolfsburg, der dort lebt, zu dem ich unregelmäßigen Kontakt habe, aber habe jetzt keine besondere Beziehung mehr zum VfL Wolfsburg. Nein, kann ich nicht sagen. Dafür ist es schon zu lange her. Gibt es noch Fragen? Tabea von NDR2, bitteschön. Ich würde einmal gerne so Ihren Grad der Vorfreude einmal abfragen. Und zwar, es ist ein Nachbarschaftsduell, Flutlicht, K.O.-Spiel. Das ist ja schon etwas Besonderes. Spüren Sie das auch selber? Ist es was anderes, als die Mannschaft auf ein Ligaspiel vorzubereiten? Nein, das ist es nicht. Denn wir treffen auf einen Bundesligisten und das tun wir in der Liga ja auch. Von daher sind die Vorbereitungsszenarien gleich. Wir befinden uns in einer englischen Woche, wo sowieso alles sehr eng getaktet ist. Spiele vorbereiten, Spielnachbereitung, Analyse, dann wird regenerativ trainiert. Man bereitet sich aber auch parallel schon direkt wieder auf den neuen Gegner vor. Der Unterschied ist der, dass es ein Pokalspiel ist und wir natürlich die Möglichkeit haben, dort durch einen Sieg in die nächste Runde einzuziehen. Es ist ein K.O.-Spiel, da gibt es dann keine zweite Chance, so wie in der Bundesliga, wo man es dann in der nächsten Woche auch gut machen könnte. Das ist im Pokal nicht möglich, wenn man ausscheidet. Und entsprechend wollen wir das Spiel ja auch gewinnen. Das möchte jede Mannschaft im Pokal, denn es geht ja auch nur ums Weiterkommen, um nichts anderes. Und das nehmen wir uns für morgen genauso vor. Joachim Zwingmann, bitteschön. Horst Held, sind Sie ein bisschen enttäuscht, dass da morgen nicht ein volles Haus ist, sondern nur rund 16.000 Besucher? Denn man möchte auch aus der Pokalrunde sicherlich ein paar Euro mitnehmen. Naja, ich glaube, also mit 2.500 Fans, die uns begleiten, ist es schon eine hohe Quote, die wir da auslasten. Und deswegen werden schon viele Fans uns auch dementsprechend begleiten. Dass das Stadion in Wolfsburg grundsätzlich nicht immer voll ist, glaube ich jetzt nicht an Hannover 96. Also von daher lässt sich da von unserer Seite nicht so viel sagen. Für uns ist es in der Tat natürlich ein wichtiger Wettbewerb. André, wie am Anfang erwähnt, hat er schon mal den Pokal in der Hand gehalten, ich auch. Also von daher ist das schon ein tolles Erlebnis nach Berlin. Das bleibt natürlich unser Ziel und es ist allerdings auch blöd für beide Vereine, für uns auch, muss man sagen, für die Wolfsburger auch in der zweiten Runde gegen Bundesligisten zu spielen. Wenn wir weiterkommen, umso besser. Aber das Ziel bleibt es, dass wir nach Berlin wollen. Wir freuen uns darauf halt. Aber das ist jetzt in der zweiten Runde die Euros, die dann eventuell im Raum stehen, nicht so kriegsentscheidend.
Stefan Hox. Chris Kilometergeld, Gogger. Da nochmal nachgefragt, welche Rolle spielt das oder spielt es möglicherweise gar keine Rolle, dass sich mit Bayern und Leipzig auch zwei in Anführungsstrichen ganz große treffen, schon in der zweiten Runde. Dann denke ich zum Beispiel noch an Hertha gegen Köln. Es sind schon einige Bundesligisten auch raus. Macht es ja theoretisch ein bisschen charmanter, schneller möglicherweise an Berlin denken zu können. Ja, vorausgesetzt, wir ziehen selbst in die nächste Runde ein, weil sonst ist es auch, glaube ich, wurscht. Aber in der Tat ist es so, dass wenn natürlich schon in frühen Runden Bundesligisten aufeinandertreffen und Bayern-Leipzig oder Leipzig-Bayern ist natürlich ein besonderes Spiel, dann ist schon sicherlich einer der Top-Favoriten raus. Und viele Vereine, die gerade in der zweiten Runde dann oder auch vielleicht in der dritten Runde ja machbare in Anführungsstriche Gegner bekommt, unterklassige Gegner, die sehen natürlich schon eine gute Möglichkeit, vielleicht auf leichterem Weg auch Richtung Finale zu ziehen. Aber trotzdem, im Pokal muss jedes Spiel gespielt werden. Dort sind gerade die unterklassigen Vereine und da reden wir jetzt ja auch von Zweitligisten, von wenigen Drittligisten, auch alle so gut aufgestellt, dass sie an einem Tag mit einer besonderen Leistung auch für eine Überraschung sorgen können. Bitte, hier vorne einmal. Peter Hellerling, Sehne News. Die Fans haben ja in Augsburg ab und zu dann doch mal etwas Lärm gemacht. Was erwarten Sie in Wolfsburg? Geht der Fanboykott weiter oder hoffen Sie darauf, dass das da ordentlich zur Sache geht? Na, ist ja unheimlich viel zu dem Thema gesagt worden. Da möchte ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich habe mich ja vor einiger Zeit auch mal dazu geäußert. Das finde ich auch ganz gut, dass ich die Möglichkeit auch jetzt mal nutzen kann, um das nochmal anzusprechen, wo ich das respektlose Verhalten angeprangert habe, als ein Teil der Fans das Stadion verlassen hat. Ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass es bei den Heimspielen in Folge nicht mehr der Fall war, sondern dass es ja auch intern thematisiert wurde. Das finde ich dann auch respektvoll der Mannschaft gegenüber, darum ging es mir ausschließlich. Es ist aber trotzdem nach wie vor schade, dass die Mannschaft die Unterstützung nicht erfährt. Trotzdem muss man in Augsburg sagen, gerade so nach dem 1-1, ja, da ist der Fanblock, der jetzt nicht besonders gut gefüllt war, aber doch aufgewacht und hat die Mannschaft unterstützt. Und wir haben mit dem 2-1 durch Fülle auf einmal richtige laute Anfeuerungsrufe erfahren. Ja, und das hat auch sicherlich dann einen Teil dazu beigetragen, dass wir in den letzten Minuten nichts mehr zugelassen haben und nochmal frische Kräfte freisetzen konnten durch die Unterstützung der Fans, die dort vor Ort waren. Denn da hat man sie dann lautstark auch gehört, ja. Das fanden wir gut. Das hat uns gefallen. Eigentlich das perfekte Schlusswort. Da keine Arme mehr hochgehen, gibt es auch keine Fragen. Deswegen beenden wir die Pressekonferenz und wünschen einen schönen Resttag. Bis morgen in Wolfsburg. Tschüss. Danke. Ciao.